Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um das Thema Umfeld. Mein Name ist Olaf Schild und ich bin Speaker und Experte für Wachstumschancen und ich begrüße dich zu diesem heutigen neuen Video mit dem Thema Umfeld. Unser Umfeld. Wir sagen, wir sind der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen wir uns umgeben. Ich würde das Ganze noch ein bisschen ausweiten. Wir sind der Durchschnitt dessen, was uns gesamt umgibt. Sprich, du bist der Durchschnitt der Firma, in der du dich befindest. Du bist der Durchschnitt deines Lebensraumes, in dem du dich befindest. Und also Umfeld ist ja noch viel mehr. Es ist ja nicht nur deine Freunde, deine Bekannten, dein Familienkreis, sondern es ist das Leben, das dich umgibt und in dem du dich befindest. Und da ist diese große Herausforderung, woran ganz, ganz viele scheitern und warum es vielen so schwer fällt, weil wir sind natürlich gewohnt, in unserem Umfeld zu leben. Das heißt, wenn du schon seit je am selben Ort wohnst und du merkst, du kommst da einfach nicht weiter, zum Beispiel mit deinem Business, dann könnte es einfach an diesem Ort, an dieser Umgebung liegen, also an deinem Umfeld, in dem du dich befindest. Das kann ein Faktor sein. Vielleicht ist dein Business am falschen Fleck, weil deine Kunden dich gar nicht finden. Also auch da spielt das Umfeld wieder eine große Rolle. Und gerade bei diesem Thema Umfeld, warum tun wir uns so schwer? Unser Umfeld gibt uns natürlich eine gewisse Sicherheit. Das heißt, es ist wie so eine Komfortzone, in der wir uns befinden. Und sobald wir unser Umfeld verändern wollen, verlieren wir natürlich auch ein bisschen diese Sicherheit. Und da liegt die große Herausforderung. Aber frag dich mal eins, wenn du dich wirklich reflektierst und dein Umfeld reflektierst, hast du wirklich Menschen dabei? Also wir gehen ja um dieses Thema Erfolg hier auch in diesem YouTube-Kanal. Hast du Menschen in deinem Umfeld, die sehr, sehr erfolgreich sind? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn nein, dann frag dich mal, bist du denn schon erfolgreich? Und vielleicht holst du die Tipps genau bei den falschen Leuten, weil wie willst du ins Wachsen kommen und in die Stärke kommen, wenn du ein Umfeld hast, was selber nicht erfolgreich ist? Du kannst dir nur Tipps holen von Menschen, die wirklich diesen Weg gegangen sind, den du gerne gehen würdest und diesen erfolgreich gegangen sind. Sprich, hast du sehr viele negative Menschen in deinem Umfeld, wirst du wahrscheinlich auch sehr negativ sein. Und jetzt kommt der Punkt. Sei du die Veränderung in deinem Umfeld. Sei du der Mensch, wie du selber gerne wärst. Oder wie du die Menschen in deinem Umfeld hättest. Sprich, fang erstmal bei dir an. Also reflektiere dich selber. Bist du vielleicht auch ein Stück weit immer sehr negativ? Kommst du schlecht ins Handeln? Siehst du eher das Schlechte wie das Positive? Und fällt es dir überhaupt schwer, das Positive zu sehen? Und wenn zum Beispiel deine Gedanken den Tag, die dich da begleiten, eher negativ sind, dann wird es dir natürlich auch sehr schwer fallen, ein positives Umfeld anzuziehen. Weil ganz ehrlich, positive Menschen umgeben sich gerne mit positiven Menschen. Und genauso wie sich negative Menschen mit negativen Menschen umgeben. Das machen sie wahrscheinlich nicht mal bewusst, aber sie ist vielleicht so ein bisschen so wie Magnete. Du wirst davon angezogen und das ist so wie die Motten, die ins Licht fliegen. Und so kann es auch in deinem Umfeld sein. Also sprich, wenn du dein Umfeld ändern willst, ändere zuerst dich selbst, damit du dein Umfeld ändern kannst. So, und jetzt kommt diese große Herausforderung. Jetzt hast du natürlich dein bestehendes Umfeld. Und das ist natürlich der größte Schritt oder der größte Aspekt, dieses Umfeld zu verlassen. Weil dieses Umfeld, wie schon erwähnt, gibt dir eine gewisse Sicherheit. Das ist ja deine Gewohnheit, deine Komfortzone. Und sobald du diese Komfortzone verlässt, kommst du in einen Bereich rein, wo du nicht kennst.
Wenn ich das mal kurz aufzeichnen darf, um das zu veranschaulichen, wir haben hier deine Komfortzone, nehmen wir jetzt einfach KF und das ist auch dann gleichzeitig dein Umfeld, in dem du dich gerade befindest. So, und jetzt möchtest du dann natürlich raus. Und das hier außenrum, dieses ganze Weiße, ist dieses große Unbekannte. Das heißt, sobald du deine Komfortzone verlässt, verlässt du auch deinen sicheren Bereich, deinen sicheren Hafen und es wird unangenehm unter Umständen für dich, weil es Neuland ist für dich. Und darum tun sich so viele schwer, diese Komfortzone zu durchbrechen und da rauszukommen. Und das kannst du in kleinen Schritten machen und so wird sich deine Komfortzone immer und immer mehr erweitern und du wirst automatisch deine Komfortzone vergrößern. Und wenn du sagst, okay, aber wie komme ich denn an positive Menschen in meinem Umfeld ran? Eine gute Möglichkeit ist immer, es sind Besuchsseminare und weil da sind Gleichgesinnte, da sind Leute, die möchten ihr Leben verändern, die möchten es in positive Bahnen lenken und da kann man wunderbar netzwerken, also sprich Kontakte machen und über sich hinauswachsen. Also, ganz wichtig, sei du die Veränderung, die du gerne in deinem Leben hättest, achte auf dein Umfeld und der dritte Punkt ist, probiere, dir ein neues Umfeld zu kreieren. Und der erste Schritt, denke ich, ist immer ein guter Schritt, sind Netzwerke oder geh auf Veranstaltungen, wo sehr viele positive Menschen sind und halte dich von negativen Menschen fern. Und dazu wird es aber nochmal ein Video geben, warum es so wichtig ist, sein Umfeld zu verändern und zu verlassen. Ich danke dir, dass du zugesehen hast. Und wenn dir dieses heutige Video gefallen hat, hinterlass mir gerne einen Daumen hoch und schreib auch gerne was in die Kommentare. Empfehle diesen Kanal gerne weiter, damit wir mehr Zuschauer kriegen und schön, dass du dabei bist und schön, dass es dich gibt. Dein Olaf.